Der Schwefel, ein Segen für den Darm. Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family und heute geht es um den anorganischen Schwefel und die Dinge, die er kann oder nicht kann und wie man ihn anwendet. Viel Spaß dabei. Der anorganische Schwefel ist ein Riesensegen für die Gesundheit und für den Darm. Es ist nicht zu verwechseln mit dem organischen Schwefel, das ist das MSM. Das ist ja schon weitreichend bekannt und in aller Munde und hat auch seine Berechtigung in der Anwendung. Der anorganische Schwefel ist relativ unbekannt und nicht viele trauen sich daran. Dr. Karl Probst ist einer der ersten, die das so richtig in die Öffentlichkeit gebracht haben wieder, nachdem dieses Wissen um den anorganischen Schwefel hier zumindest in unseren Breitengraden ziemlich verloren gegangen ist. Der anorganische Schwefel ist von der Farbe her gelb und er ist von der Konsistenz her so ein bisschen mehlig, ja, fast schon so wie Stärke. Und er ist geschmacksneutral, also er schmeckt nicht nach Schwefel oder nach faulen Eiern, wie das manche denken. Ja, anorganischer Schwefel, warum ist der überhaupt sinnvoll? Warum sollte man den anwenden? Der anorganische Schwefel hat eine besondere Eigenschaft. Er spendet Elektronen und davon reichlich. Das können nicht viele Substanzen. Das bedeutet, es hat ein starkes Redoxpotenzial. Es ist also in der Lage, Radikalen, die Elektronen entreißen im Körper, quasi automatisch Elektronen zu geben und sie dadurch unschädlich zu machen. Dadurch schaden sie nicht mehr dem Körper. Wir haben viele freie Radikale und viele pathogene Keime im Körper, die Elektronen entreißen. Und die kann man eben durch den anorganischen Schwefel wieder neutralisieren. Wo spielt das eine Rolle? Na, besonders im Darm. Unser Darm verschlackt immer mehr durch Nahrungsmittelfehler, durch Umweltgifte, Medikamente und andere Dinge. Und die sammeln sich, diese Schlacken sammeln sich in der Darmflora, in der Darmwand und müssen da raus. Und es gibt unterschiedliche Methoden, den Darm zu sanieren. Und der Schwefel ist eine der elegantesten, meiner Meinung nach. Denn es sorgt dafür, über die Zeit der Anwendung, dass so nach und nach das ganze Darmmilieu sich wieder optimiert und verbessert und dass die pathogenen Keime verschwinden. Das ist eine großartige Eigenschaft. Die Folge ist, wenn der Darm und das Darmmilieu gut funktionieren, dann haben wir auch eine gesunde Darmflora. Wenn die gut funktioniert, haben wir automatisch ein gesundes Immunsystem. Und wenn das gut funktioniert, gut, dann geht es uns insgesamt gut. Die Resultate, die wir in der Praxis sehen mit der Schwefelkur nach Dr. Probst, sind großartig. Viele, viele Dinge, die wir so nicht erwartet haben, wo Patienten mit ganz wenig Geld einfach besser werden können und nicht teure Medikamente brauchen. Der anorganische Schwefel ist nicht sehr teuer. Da kostet so eine Packung so circa 8 Euro. Damit kommt man normalerweise relativ lange hin. Ihr könnt ihn beziehen, den anorganischen Schwefel, im Internet am besten. Ihr kriegt ihn auch in der Apotheke. Allerdings gab es eine neue Regel, die jetzt sagt, dass der Schwefel angeblich giftig sei und nicht eingenommen werden darf, was natürlich ein Quatsch ist. Vor allem, wenn man sich anschaut, dass der Schwefel seit vielen Jahrtausenden schon bekannt ist als Heilmittel. Es gibt die ersten Aufzeichnungen um ca. 500 vor Christus. Und Paracelsus ist sehr, sehr berühmt geworden über den Schwefel. Er hat viel mit dem Schwefel geheilt und gearbeitet. Das war so 1500 nach Christus. Und erst so nach so 1913 circa ist der Schwefel, oder ist die Literatur und das Wissen um den Schwefel vernichtet worden und ersetzt worden durch moderne Wissenschaft und Schulmedizin. Und ja, das kann man halt schwer verkaufen, den Schwefel. Der ist halt überall erhältlich. Und und es ist so, dass dieses Wissen uns langsam wieder zurückkommt oder wir es zurückerobern und es nutzen können und auch nutzen sollten. Ja, was ist das mit dem Schwefel? Wie wendet man den an? Nun, wenn ihr den Schwefel nehmt, dann ist es so, dass ihr wissen müsst, es gibt Unterschiede in der Anwendung zwischen Erwachsenen und Kindern. Erwachsene sollten die Zieldosis haben, einen Teelöffel vor jedem Essen oder zum Essen, bei den Kindern ein halber Teelöffel. Aber ich sage bewusst die Zieldosierung, denn man fängt beim Schwefel erstmal sehr vorsichtig an mit einer Messerspitze. Ganz kleine Mengen und dann langsam steigern. Denn der Schwefel fängt an im Körper und macht Reaktionen, je nachdem wie schwer das Krankheitsbild ist, beziehungsweise wie alt derjenige ist, der das einnimmt.
Die Reaktionen sehen so aus, dass der Schwefel interagiert biochemisch mit den ganzen Radikalen und mit dem pathogenen Darmmilieu, also den schlechten Darmbakterien. Und dabei entstehen bestimmte Stoffe, unter anderem Schwefelwasserstoff. Das ist nicht wirklich gefährlich, aber der stinkt. Und ihr merkt es dann, es kann Rumoren im Bauch, es kann zu Blähungen kommen, es kann sein, dass ihr mehrere Stuhlgänge am Tag habt und die riechen dann eben entsprechend nach faulen Eiern. Auch die Darmwinde sind entsprechend geruchsintensiv. Das heißt, wenn man diese Kur beginnt, sollte es eine Phase sein, wo ihr unter Umständen ein bisschen für euch sein könnt. Zum Beispiel im Urlaub oder an einem verlängerten Wochenende, dass ihr testen könnt, wie schlimm ist es denn? Wie belastend ist es für meine Umwelt? Ich kenne genug, die das einnehmen, die gar nicht so starke Probleme haben, das gut steuern können. Ich kenne andere, die haben wirklich dann diese Probleme und Schwierigkeiten und sind nicht mehr so in der Öffentlichkeit gern gesehen, weil sie nach dem Büffeln. Aber das ist nur eine kurze Zeit normalerweise. Erst bei schweren Fällen dauert das dann teilweise auch mal ein paar Wochen. Die Idee ist, dass der Schwefel fertig ist. Die Schwefelkur ist fertig, wenn es nicht mehr stinkt. Wenn ihr also aufs Klo gehen könnt und ihr habt keinen üblen Geruch mehr, dann ist der Darm soweit durch und ihr könnt aufhören mit der Schwefelkur. Ja, man kann den Schwefel prophylaktisch theoretisch nehmen, wenn so die Erkältungsphasen anfangen. Gemacht wird das zum Beispiel in verschiedenen Armeen auf der Welt. In Amerika, in Südamerika ist es bekannt, dass die Soldaten regelmäßig auch den Schwefel kriegen, damit sie gesund bleiben. Also das ist eine Option. Ob man das jetzt machen muss, ist die Frage. Aber ihr könnt es probieren, wenn ihr anfällig seid für Infektionen, dass ihr damit euer Immunsystem aufpeppt. Ja, wagt euch vorsichtig ran, wenn ihr das machen möchtet. Tastet euch mit der Dosierung langsam ran, sodass es keine schwerwiegenderen Probleme gibt. Und immer dann, wenn ihr merkt, okay, es wird irgendwie zu viel, dann reduziert den Schwefel oder lasst ihn ja auch mal wieder weg für ein, zwei Tage, sodass ihr merkt, dass ihr das steuern könnt und nicht in Gefahr seid. Es ist nicht ein Problem, kein Problem für die Schleimhäute oder für die Haut selber. Ihr müsst da keine Sorgen haben. Wir haben da mit vielen, vielen Patienten schon gute Erfahrungen gemacht und Dr. Probst ebenfalls mit Hunderten von Patienten. Wenn ihr wollt, dann lest die Bücher von ihm. Ich verlinke sie unten nochmal, dass ihr sie anschauen könnt. Und ansonsten viel Freude mit der Schwefelkur. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann Daumen nach oben und klickt auf Abonnieren. Und wenn ihr wollt, kommt auf unsere Homepage und tragt euch ein in unseren Health Report. Dort kriegt ihr regelmäßig gute Informationen. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao.